Der Großteil der Flüchtlinge allerdings flieht vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Ein Krieg, der auch bei der 70. UNO-Vollversammlung in New York Thema ist. Die zentrale Frage, kann mit diesem Treffen in New York etwas im Syrien-Konflikt bewegt werden und wie? Zum ersten Mal seit 2 Jahren treffen einander auch US-Präsident Obama und der russische Präsident Putin. New York ist wieder Bühne für die große Weltpolitik. Und heuer ist die UNO-Generaldebatte besonders spannend. Im Zentrum stehen diese beiden, Barack Obama und Wladimir Putin. Zum ersten Mal seit 10 Jahren ist Putin wieder in New York dabei. Das heiße Thema, der Konflikt in Syrien, den die beiden Großmächte unterschiedlich sehen. Obama sieht Diplomatie als die einzige Lösung. Die USA sind bereit, mit Russland und dem Iran zusammenzuarbeiten, sagt er. Doch er fordert, der syrische Machthaber Assad muss weg. Ganz anders Russlands Präsident Putin. Er ist ein Verbündeter Assads, unterstützt ihn militärisch. Es ist ein riesiger Fehler, nicht mit der Regierung in Syrien zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, die IS-Terrormilizen zu bekämpfen. Mit großer Spannung wird das erste Vier-Augen-Gespräch seit langem zwischen Obama und Putin erwartet, das hier in ein paar Stunden stattfinden soll. Dass die beiden nicht wirklich miteinander können, das ist bekannt. Doch eine Lösung in Syrien kann es nur geben, wenn die USA und Russland beteiligt sind. Berichtet Hannelore Veit aus den USA.